Hey Leute und willkommen zurück zu Divinity 2 Ego Draconis. Ja, ist es eigentlich Divinity 2? Ja, Divinity 2 Ego Draconis. So, genau. Ich war gerade kurz verwirrt. Und wir sind hier in dieser Schwuchtelhöhle, wo da unten diese Viecher lauern, auf die ich gerade gar keinen Bock habe. Und ich schau mal kurz, was meine Karte sagt. Ja, okay, da geht's nur noch hoch und da hinten ging's zu der Kammer, wo wir schon mal waren. Ja, würde ich mal sagen, warten wir kurz, bis wir unseres... Ja, können wir jetzt eigentlich beschwören, oder nicht? Ja, können wir. Sehr schön. So, unser Zauber wird sich leider nicht mehr aufladen. Naja, was soll's. Komm, auf ins Gefecht. Wir haben nichts zu verlieren. Außer unsere Würde. Au. Sehr schön. So, gleich mal auf den Dämonen-Häuptling hier, weil ich so super gut bin. Und ich brauche ja überhaupt gar keine Heiltränke oder so. Nein, wer schwafelt? Scheiße. Okay. Ja, ich weiß, dass du jetzt einen Trank vertragen könntest, aber leider Gottes habe ich kaum noch Tränke. Oh Gott, ich habe gewonnen. Alter, leck mich am Arsch. Ich habe keinen einzigen Trank mehr. Aber ich habe gewonnen. Hey, das ist immerhin etwas. Ich habe gewonnen, aber ich habe keinen einzigen Trank mehr. Naja, ob das noch so gut für uns ausgehen wird? Ich glaub's ja weniger. Aber naja, wir müssen den Brunnen hier, wir müssen das beseitigen, das Problem. Ach, guck mal, eine Truhe. Nee, ich brauche keine Pumps. Ich brauche keine Schuhe, keine Hosen. So rum, Hosen waren das, keine Schuhe. Mein Gott, nicht mal die einfachsten Kleidungsstücke kann ich unterscheiden. Oh, guck mal, da liegt eine Leiche. Warum liegen hier eigentlich überall Leichen? Verstehe ich nicht. Okay, eigentlich sollten wir warten, bis sich unser Leben hier vollständig regeneriert hat. Unser Vieh bleibt ja noch ein bisschen hier da. Das ist ja freundlich und lieb und nett und tralala. So, hier. Komm, ich will auf dich springen, weil ich es drauf habe. Ah, Glitch. Oh, lol. Glitchiger Glitch. Na, glitch dich auf es. Naja, egal. So, wir haben fast wieder komplett volles Leben, würde ich mal sagen, hier. Aufzug. Ach, guck mal. Nach unten. Fett. Ist das ein cooler Aufzug? Oh, lol. Okay, es ist zum Glück nur ein Dämonenbeschwörer und nicht da 30.000 von den Viechern. Ich hoffe mal, das bleibt auch so, denn sonst habe ich so gut wie verloren. So, tot ist es. Ja, mein Viech spawnt einfach nicht bei mir. Nein, warum auch? Okay, es kommt nicht. Was ist denn das für ein Hebel? Bewegt er das wieder nach oben? Ja, aber ich stehe nicht drauf und darum kann ich auch nicht hochfahren. Ist ja logisch irgendwie. Irgendwie, ja. Au. Kämpf mal. Okay. Dann halt nicht. Wenn du nicht kämpfen willst, dann kämpf halt nicht. Weißt du, habe ich ja nichts dagegen oder so. Aber sei nicht so faul und schlaf dann wieder auf deine Haut ein, okay? Hier ein bisschen kämpfen schadet keinem. Hat noch nie einem geschadet. Bam! Okay, du hast den letzten Schlag gemacht. Kann ich ja nicht wissen. Hä? Irgendwie sind wir am falschen Ende. Egal. Ein Hebelgriff. Okay. Hübsch. Wütende Notiz. Hübsch. Sehr hübsch. Ist da noch was drin? Nein, natürlich nicht. Niemand will mir was schenken. Oh, guck mal, da ist noch was. Mein Rucksack ein Saft. Ist schon voll. Ja. Super. Wir müssen mal wieder zum Händler verkaufen. Aber vorher gehen wir jetzt mal runter in diesen Kerker. Whatever. Ach, guck mal. So, da muss man den Hebel hinmachen. Wusste ich's doch. Oh. Ja, ist es. Nein. Das passiert schon nicht, keine Angst. Mein guter Freund, du machst mir zu viel Schaden. Da muss ich dir mal kurz Einhalt gebieten hier. So, jetzt muss ich mal kurz ins Inventar. Ich gebe mir einen Trank der enormen Stärke. Und ein Boot.
So, mal gucken, ob ich dich noch alle kriege. Ich glaube es ja eher nicht. Das muss ich dann eventuell irgendwie anders lösen, obwohl es könnte knapp werden, Mami. Kann ich ihn? Boah, ich habe ihn fertig gemacht. Uleg, hammergeil, hammerfett. Alter, das Pferd braucht doch keine Sau. Edelstein nehme ich natürlich. Für meine Sammlung. Edelstein ist immer gern zu sehen. So, dale. Und jetzt hier unten. Ach, jetzt muss ich noch in die fette Höhle. Aber ich habe ihn besiegt. Aber ich darf nicht stolpern. Das hat er mir gesagt. Nicht stolpern. Sonst Wasser ist sehr böse. Also da liegt nur noch ein Lol. Von wo kam jetzt der Zauber? Ich fühle mich verarscht. Ich will wissen, woher der Zauber kam. Hallo? Jemand zu Hause? Anscheinend ja eher nicht. Ich hole mal wieder hier meinen Dämonen aus der Hölle. Aus der Hölle. Oh Gott, solche großen... Say what? Alter, was ist denn... Okay, ich glaube, ich muss mich in einen Drachen verwandeln. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Alter, ist das fett. Was ist das? Bitte tu mir nix. Okay. Da kommt dir mein wohlverdientes Geschenk. Pünktlich wie immer. Was bist du? Irgendwie siehst du echt hässlich aus, aber egal. Und, was haben wir hier? Einen weiteren Dämon zum Spielen. Geschenk. Was zum Teufel faselt ihr da? Nein, lieber das da. Du bist großartig, kleines Wesen. Ja, danke. Die meisten Opfer fallen vor Angst in Ohnmacht. Dadurch haben sie weniger Schmerzen, wenn sie gefressen werden, denke ich. Böse Lache. Ja, ihr täuscht euch, Monster. Ich bin nicht das kleine Wesen, das ihr in mir seht. Ihr wisst gar nicht, was Schmerzen sind. Noch nicht zumindest. Oh, das ist cool. Und wie genau hast du, kleiner Mensch, vor, meiner stahlharten Haut auch nur einen Kratzer zu verpassen? Naja, ich mach so Rechts-Links-Kombination, kennst du das? So Rechts-Links, Batz-Batz, Alter, obendrauf, obendrauf, obendrauf. Kennst du nicht? Schade. Ist echt cool, musst du mal aufprobieren. Oh, verdammt. Ja. Ich würde sagen, scheiße war's, meine Maus ist auch weg. Ah, da ist sie wieder. Okay. So, Ausweichmanöver. Bam, Feuerball. Ausweichmanöver. Ausweichmanöver. Ja, das funktioniert ja echt gut, habe ich gehört. Lol. Say what? Alter, Cheater, Hacker. Ey, nein, das glaube ich jetzt nicht. Er cheatet voll. Alter, was soll ich denn da machen? Ich habe doch keine Chance gegen so viele. Alter, WTF. Was soll ich gegen so viele machen? Hä? Das ist mir jetzt ein Rätsel, meine kleinen Freunde. Okay, da geht's raus. Machen wir nochmal Quicksave hier. Hä? Oh Leute, jetzt hat er sein Schwert gezogen. Was soll ich gegen so viele machen? Hallo. Leute, es fliegt's weg. Jetzt habe ich es verscheucht. Okay, ich verwandle mich nicht in einen Drachen verwandeln. Okay, dann spring halt. Alter, what the fuck? Ich sehe nur noch rot. Alter, was soll ich denn hier machen? Ich habe doch nicht die geringste Schnitte. Boah, ey. Boah. Alter. Ja, was kann ich denn einsetzen? Drachenstein. Okay. Whatever. WTF, was soll ich da machen? Ja, ich habe keine Chance. Was soll ich denn da machen? Boah, Alter. Schnell speichern. Jo, wollen wir laden. Alter, WTF. Zwecklos. Zwecklos.
muss zu Fuß weiter. Was ist denn das hier? Grafikfehler? Nee, einfach nur ein Übergang. Okay, cool. 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 Ich glaube, dort unten werden die ganze Zeit neue gespawnt. Kann das sein? Vielleicht sollte ich ja erstmal dort unten das am Arsch machen. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Komm, besieg ihn, besieg ihn, besieg ihn, besieg ihn. Sehr gut, jetzt den da. Komm, 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 komm. Ah, nein. Nein, nein, fast. Okay, okay. Ich weiß jetzt wie. So, wir besiegen einen, fliegen da hoch, regenerieren unser Leben wieder. Und dann holen wir uns den anderen. Und genau so machen wir das jetzt, Leute. Genau so. So, verwandel dich. Jetzt sprint da runter. So, jetzt hier Feuerattacke. Warum habe ich nur noch so wenig Leben? Ach, ich habe vergessen zu regenerieren. Sagst du? Oh, lol. Scheiße. Scheiße. Nein! Wo war denn da? Nein! Okay, das war scheiße. Das war echt scheiße. Okay, ich muss warten, bis wir regeneriert sind. Okay, das war echt Dreck. Erstens habe ich vergessen, wo hier das Loch war, wo ich rein muss. Und zweitens, ja, hat es nicht regeneriert. So, das hier ziehen wir uns mal auf die 7. Und die Hähnchenkeule auf die 8. Friss mal Brot hier. Brot ist immer gesund. Hoppla, Schluck auf. Bisschen Hähnchen. Schluck auf. Guck mal, die sind so langsam. Die haben eigentlich gar keine Schnitte gegen mich, aber die sind halt doch ein bisschen schneller als gedacht. Lecker Brot. So. Ich würde sagen, das langt. Ich würde sagen, wir machen nochmal Quick Save. Und dann geht's ab hier. Okay. Gut, jetzt gegen den Ballistenturm hier. Komm, kreuz und quer fliegen. Gut, und jetzt hoch. Scheiße, ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Hammer, öde. Jetzt wartet mal. Okay, ich habe die Orientierung doch nicht verloren. Boah, Alter, wie schnell ich hier aber auch immer die Orientierung verliere. Es gibt's ja gar nicht. Okay, gut. Wir essen wieder ein bisschen. Okay, so können wir sie auf jeden Fall fertig machen. Das wird zwar immer noch abartig schwierig, weil, naja, ich weiß nicht, regenerieren die ihr Leben? Keine Ahnung. Wir hätten die Türme da unten gleich am Anfang fertig machen sollen, aber egal. So, damit ist auch unser Timer gerade abgelaufen und da ich in Skype gerade zugespammt werde, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Divinity 2 Ego Draconis. Tschüss!